Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Ivaldo und herzlich willkommen zurück zu Days Gone. So wie ich sehe, wurden wir von einem Rudel Wölfe angegriffen in der letzten Aufnahmesession, am Ende der letzten Folge. Und das tut mir immer noch sehr leid. Aber anscheinend haben wir sie schon dementsprechend gehäutet. Ja, jeden Einzelnen, wie ich sehe. Die haben mich angegriffen. Ich habe damit nichts zu tun. So, also, wir wollten... Ich überlege gerade, was wir machen wollten. Ich gucke mal auf die Map. Wir müssen hier zurück zu unserem eigenen Camp. Denn unser guter Freund Boozer hat was für uns. Er hat das jetzt schon mehrfach erwähnt. Ich hoffe, dass er uns jetzt diesmal wirklich irgendwas mitteilt oder gibt. Okay, da geht's nicht weiter. Ich höre schon wieder Wölfe. Nein, euch möchte ich nicht killen müssen. Okay, ganz ruhig. So. Ich wurde in den Kommentaren aufgefordert. Wegen San John, hörst du mich? Was? Wir haben einen Job für dich in Peaceful Lake. Ist das so? Copeland, ja, okay, ich komme vorbei. San John Ende. Müssen wir machen, um Vertrauensstufe zu erhöhen. Wie gesagt, mir wurde in den Kommentaren mitgeteilt, ich soll doch viel mehr Bike fahren, anstatt Schnellreise zu machen. Ich fahre sehr gerne Bike, ja, an neue Orte und so weiter. Das mache ich sehr, sehr gerne. Aber was ich nicht so gerne mache, ist die gleichen Strecken immer wieder abfahren. Es gibt diese zusätzlichen Events, diese Fragezeichen, das weiß ich, das ist mir bekannt. Allerdings habe ich bisher noch nicht so wirklich interessante Dinge erlebt. Wie zum Beispiel bei Red Dead Redemption, weißt du? Da hatten wir richtig... Hier war doch ein Fragezeichen. Da hatten wir richtig geile Events, zufällige Events. Aber hier habe ich bisher sowas noch nicht gehabt. Es war mal hier und da, okay, da ist eine Geisel, die hast du halt befreit. Aber viel mehr war das jetzt nicht, deswegen... Macht mich das jetzt nicht wirklich an, muss ich sagen. Wo fahre ich eigentlich hin? Immer wieder mit dem Bike rumfahren zu müssen, zu dürfen. Ist halt, ja, wie soll ich sagen? Ist halt, ich will das Let's Play nicht unnötig in die Länge ziehen. Das müsst ihr verstehen. Es sei denn, wir finden coole Events, coole zufällige Events, da würde ich das natürlich ändern. Oder ihr sagt mir in den Kommentaren, dass es tatsächlich solche Events gibt, wie bei Red Dead Redemption. Weiß ich ja nicht. Okay, wir haben gleich kein Benzin mehr, sehe ich gerade. Wir sollten uns beeilen. Aber wir sind ja gleich da. Alles gut, alles gut. So, ich fahre direkt mal rein. Mal gucken, was der Boozer für uns hat. Der Gute. Boozman, wir sind daheim. Ah. Oh, es ist dunkel. Plötzlich. Okay. Oh, wir sind da. Können wir irgendwas machen hier? Okay, auftanken kann ich auch später. Wir gehen jetzt mal hoch. Und schauen nach Boozman. Oder was er für uns hat. Er hat das ja jetzt schon mehrfach gesagt. Er hat was für uns. Da ist er, da liegt er. Wie der faule Sack, der er nun mal ist. So. Nein, ist er nicht. Er kann nichts dafür. Also, Medikit, Molotow. Wir sind wieder voll aufgerüstet. Ein bisschen Munition hier und da. Okay. Hey. Na du? Das sieht aber nicht so gut aus, muss ich sagen. Boah, der Arme. Ich nehme das zurück mit dem faulen Sack. Dein armer Arm. Okay, weißt du was? Wir sollen uns ausruhen. Wir ruhen uns aus. Es wird auch mal Zeit. Es wird auch mal Zeit, einfach mal ein bisschen zu schlafen. Mit voller Montur natürlich. Sie kommen. Sie kommen. Sie werden
Sie wollen, nein! Gleich haben Sie mich! Oh, Scheiße, Sie werden... Uza, was ist los? Nein! Wie kommst du hier rein? Wow. Bleib da sitzen! Uza, hör zu. Bleib sitzen. Ich bin Steak, jetzt mal ganz ruhig. Nicht näher. Lass uns reden. Ich bring dich um. Ist alles gut. Gib mir das Gewehr! Los, gib mir das Gewehr, Mann! Alter! Was ist denn mit dem? Verdammte Scheiße! Buse, was zum Teufel? Ich hab sie gehört, stimmt. Scheiße. Du hast einen Scheiß, hab ich gehört, Buse. Du hast eine Blutvergiftung. Hab ich nicht. Doch, hast du, Buse. Siehst dir doch an. Oh, shit. Da gibt's nichts anzusehen. Wir besorgen dir Hilfe. Hör zu, ich brauch keine. Komm schon. Fuck, ich brauch keine Hilfe. Doch, Mann, brauchst du. Alter, seine Augen. Der sieht überhaupt nicht gut aus. Shit. Der Arme. Tut mir leid, dass ich dir die Birne wegpusten wollte. Ach ja. Also, ich dachte, da wäre was. Weißt du? Mhm, klar. Das verstehe ich sehr gut. Nicht. Alter. Der wird, oh Gott, wenn der irgendwann richtig durchdreht. Das ist nicht langsam. So gut. Hey, Vorsicht, Stufe. Ich komme klar, aber es war in meinem Kopf, weißt du? Aha. Ja, ich weiß. Fall bloß nicht runter. Vorsichtig, nicht so schnell. Ich konnte sie hören, Dick. Ich hörte sie. Ich glaube es dir. Schritte, sie waren in meinem Kopf. Stiefel. Nur noch ein paar Stufen. Mhm. Wohin wollen wir eigentlich mit ihm? Aufs Bike? Okay, Busa, das gefällt mir überhaupt nicht. Ganz ehrlich, das gefällt mir überhaupt nicht, wie du hier... Oh Gott. Ich brauche keine Hilfe. Ich kann laufen, verdammt. Ja, voll. Ich kann laufen. Uh-huh. Okay. Alles gut. Wir helfen dir ja nicht. Der fällt jeden Moment um, oder? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe sie gesehen, so viele. Sie kamen, weißt du? Mm-hmm. Klar. Verstehe ich. Was sollen wir tun? Sollen wir aufs Bike steigen? Ich sollte vorher tanken, oder? Ja, jetzt komm, na los. Steig auf, wir müssen los. Halt, warte. Was? Wie? Wohin fahren wir? Ich will nicht. Was? Es ist nur eine kurze Fahrt, Buse. Dann kriegst du den Kopf frei. Fahrt? Ja, okay. Das ist gut. Luft. Okay. Fahre nach Süden, nach Lost Lake. Okay. Haben wir einen Tank voll? Ich glaube schon, ne? Was sind das hier? Wo kommt der Wolf her? So. Okay, ich glaube, wir müssen nicht tanken. Ich sehe keinen Tank. Fahren wir. Dick! Weißt du noch, als wir das erste Mal raus sind aus Farewell, wie das war? Ja. Ich erinnere mich. Die Highways waren vollgestopft mit Autos. Da waren so viele Leute. Alle auf der Flucht. Sie dachten, wenn sie nur schnell genug sind, dann könnten sie irgendwie entkommen. Ja. Niemand war schnell genug, Buser. Niemand hat das vorausgesehen, so wie ich. Und als sie endlich Scheiß drauf sagten und losliefen und schließlich rannten, war es zu spät. Zu spät. Und ich weiß noch, die Freaks zu sehen. Als sie kamen, tausende von ihnen und diese ganzen Dummköpfe einfach überrannten. Ja, ich erinnere mich. Wenn man sowas sieht, weiß man, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir dran sind. Und nichts kann es aufhalten, Rosa. Rein gar nichts. Aber weißt du, warum wir weitermachen? Nein. Weil was zur Hölle sollten wir sonst tun? Ja. Lately I've been wondering what's been going on. Geil. I've been here before, but I don't remember when. Das ist aber jetzt nicht die letzte Fahrt mit Busa, oder? Wir bringen ihn nicht zur Hinrichtung oder so, weil er sich kurz vorm Verwandeln befindet. Oder? Nein. Ich hoffe, ich liege vollkommen falsch. Ich hoffe sehr. Lost Lake, wir sind also da. Hier waren wir noch nie.
Glaube ich. Sag mir nichts, dieser Ort. Boah, das lief mega. Ich baue jetzt einen Unfall oder so. Das wäre so sehr unpassend. Yes, I know. That I'll be coming home soon. Aber ist eine ziemlich leichte Strecke. With a soldier's eye. Vermeintlich. With a soldier's eye. Okay, okay. With a soldier's eye. Ihr habt euch ja gewünscht, dass wir mehr Bike fahren sollen. Bitte sehr. Da habt ihr es. Viel mehr kann ich nicht machen. To cry. I have seen the bleeding, and I hear what we've done. But just like every other fool here, I'll keep marching on with a soldier's eyes. With a soldier's eyes. Alter, was für eine schöne Landschaft hier einfach. Wunderschön. Komisch, dass wir keine Zombies sehen, oder? Keine Freaks. So, wir sind da, glaube ich. Wir dürften da sein. Gesucht und gefunden. Okay. Oh, wir sind noch nicht da. Wir machen erstmal eine Rast. Was machst du da? Nichts. Mhm. Mach dich schön hübsch, bevor du da hingehst. Naja, klar. Ich wollte nach der Lodge vorbei, ein paar Bier trinken und dann in die Krankenstation schlendern. Nein, Mann, ich schnauze voll. Okay, ich verarsch dich doch nur. Hey, Peak. Iron Mike sagte, er macht dich kalt, wenn er dich wieder sieht. Wenn er das sagt. Der Alte erinnert sich doch kaum noch an seinen Namen. Nein. Hey, das vergisst er nicht. Du musst wach bleiben. Wir sind abseits der Straße, aber wenn ein Freaker vorbei ist. Ja, ich weiß. Okay. Hey, Dick. Ja? Bring mir niemanden um im Camp, okay? Das haben wir nicht vor. Ich bring niemanden um. Alles gut. Alles bestens. Weh, der verwandelt sich. Da werde ich sauer. Ich hoffe, ich liege vollkommen falsch. Was seid ihr denn für Kollegen da unten? Geh mir zurück. Hier ist nichts. Du hast das Mike doch auch gehört. Sicher so ein Drifter. Der ist die Mühe nicht wert. Scheiße, wir sollen das Camp bewachen und uns hier keinen runterholen. Entdeckung. Wenn du entdeckt wurdest, suchen deine Gegner dich an dem Ort, wo sie dich zuletzt gesehen oder gehört haben. Um nicht geschnappt zu werden, sollst du dich versteckt halten. Zum Beispiel in einer Mülltonne oder in hohem Gras. Oder wegschleichen. Sorry. Ja, das haben wir schon gegen uns beide. Echt jetzt? Festgestellt. Schnappen Sie uns bevor. Nein. Okay. Wir sollen also niemanden umbringen. Das heißt, wir schleichen uns in dieses Camp, das 170 Meter entfernt ist. Kriegen wir hin. Was? Was hat er? Hey, ich dachte, du wolltest zu diesem Loch Lost Lake. Ah, das stimmt. Ich wollte mich nur ein bisschen umsehen. Sehen, ob der Weg frei ist. Richtig. Also, spinn hier nicht rum, Buser. Bleib ruhig. Mann. Okay. So. Alter, was ist denn mit dem? Der fantasiert. Ich hoffe, er bleibt ruhig. Ich hoffe wirklich, er bleibt ruhig. So, wir gehen jetzt in dieses Camp. Wir gehen den Leuten hier hinterher. Mhm, okay. Schön sieht's hier aus, auf jeden Fall. Okay. Wir sollen also nicht entdeckt werden. So habe ich das verstanden. Wir bleiben im hohen Schilf. So. Ja gut, vielleicht sollten wir mal mit Ablenkung arbeiten. Hier, bitte sehr, ein Stein.
Stein. Ein Stein. Tipp auch zwei, um am Stein zu werfen. Ich schwöre, da cool. Das war was. Siehst du irgendwas? Ist ja ein cooler Tipp gewesen. Den haben wir schon seit 100 Jahren entdeckt. Okay. Die kommt wieder zurück. Dreht sich wieder in die andere Richtung. Wunderschön. Das heißt, wir können hier weiter. Gott. Schön ruhig und langweilig, wie es sein sollte. Was ist dir später noch so vor? Ich werde mal versuchen zu schlafen. Die Kleine, dieser oder so. Die Neue. Sie heult die ganze Zeit. Die ersten Tage hat sie mich gar nicht schlafen lassen. Was hat sie nur? Sie war da draußen. Was erwartest du? Wollen wir wetten? Wir werfen sie noch vor Monatsende raus. Oh mein Gott. Da spielt Aaron Mike nicht mit. Der kriegt das doch sicher gar nicht mit. Ob der weiß, dass sie hier ist? Komm bloß nicht in unsere Nähe. Sie heult die ganze Zeit. Mittlerweile ist sie ruhig. Vielleicht hat sie begriffen, dass das nicht hilft. Ich hab sie ganz schön lange nicht mehr gesehen. Okay. So, ich würde sagen, wir werfen den Stein da hinten hin, damit der sich wegdreht. Das war ein Stein. Ja, da war ein Stein, richtig. Moment, war das ein Stein? Ein Stein? Siehst du irgendwas? Was ist das denn hier? Das ist gut. Was ist gut? Ein Rehpilz. Ja, das ist wirklich gut. Das ist ja Dream. Okay, wir sollen da hinten hin. Wir gehen reichlich drumherum. Ich hoffe, das reicht auch. Missionsgebiet wird verlassen. Das geht also nicht. Schön. Gut zu wissen. Oh oh. Wir können uns doch 100% sehen. Kann er nicht, wie es aussieht. War jemand? Nein, nein, nein. Da war niemand. Du spielst wohl. Nein, 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 hier ist niemand. Oh mein Gott, die Tür. Scheiße, hier bist du. Erwischt von den Wachen. War das schlecht? Jetzt sag mir nicht, wir müssen das von vorne machen. Wie soll man denn da dran vorbeikommen? Die hören ja alles. Ich meine, gut, die Tür hätte ich vielleicht nicht aufmachen sollen, aber ich dachte, das ist unser Ziel. Hey, was geht? Oh, was geht? Cool. Wo sind wir? Sind wir in dem Haus? Ist das das Haus? Okay. Cool. Wie soll man denn an denen vorbeikommen, Alter? Das ist ja fast unmöglich. Naja, vielleicht auch nicht. Kriegen wir schon hin. Irgendwie. Hier gibt es ja viel hohes Gras. Kriegen wir locker hin, oder? Die gucken ja gar nicht in unsere Richtung. Ja und ab. Wie läuft's? Hey, Mann! Hey, Mann! Okay, hier sind jede Menge böser Buben. Ich glaube, wir sollten vielleicht diesen Weg da nehmen. Diesen hier. Ich hab was gesehen. Nein, hast du nicht. Oh, scheiße. Iron Mike. Oh, sie wurden abgeschlachtet. Das ist er wohl. Abgeschlachtet. Das Einsammeln der Leichenteile hat Stunden gedauert. Ich wollte sie nicht den Freaks überlassen. Es ist Carlos und du weißt es. Wir müssen zurückschlagen oder die Ripper werden... Raymond, Skizzo, lass gut sein. Lass einfach gut sein. Was ist mit der nächsten Gruppe, Mike? Und der nächsten? Verdammt, Carlos greift bereits nach dem Rogue Camp und Camp Pioneer. Das ist noch nicht sicher. Sie ziehen nach Norden. Hey du, was zum Henker machst du da? Das war dumm. Das war wirklich dumm. Erwischt von Skizzo. Okay, das ist kein... kein No-Name. Verstehe. Oh, verdammt, ey. Okay, das ist etwas schwieriger jetzt hier. Ich hätte vielleicht nicht rollen sollen. Wo bin ich? Ah, wir sind wieder hier. Diesmal geht's ein bisschen schneller voran, hoffe ich. So, jetzt wissen wir ja, wo wir lang müssen. Da war doch was. Nein, 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 da ist nichts.
Setzt euch einfach hin auf die Bank. Ich weiß, ihr habt keine Lust mehr rumzustehen. So, genau so, Freunde. Genau so. So. Ihr seid auch schön am Chillen da. Könnt ihr gerne machen. Die Männer da wurden nicht nur angegriffen, sondern gefoltert. Oh, Scheiße. Iron Mike. Schizo, du Dreckskerl. Und all die anderen? Sie wurden abgeschlachtet, Mike. Abgeschlachtet. Das Einsammeln der Leichenteile hat Stunden gedauert. Ich wollte sie nicht den Freaks überlassen. Es ist Charlotte. Und du weißt, wir müssen zurückschlagen. Oder die Ripper werden... Hier stimmt doch was nicht. Was redest du da die ganze Zeit? Dreh dich um. Da stimmt was nicht. Und der Nächsten. Verdammt, Carlos greift bereits nach dem Rogue Camp. Und Camp Pioneer. Das ist noch nicht sicher. Sie ziehen nach Nord. Sie haben es bei Radio Free Oregon gesagt. Da gab's einen Ripper-Angriff. Oh, seit wann hörst du denn auf diesen Spinner Copeland? Er mag ein Spinner sein, aber ich glaube schon, dass er einen Ripper mit einem Schlachtermesser erkennen kann. War das ein Stein? Ja. Die wissen, dass es ein Stein ist. Hey! Er hat uns jetzt aber nicht gesehen, oder? Da wäre ich aber sauer. Das war ein Stein. Ja, richtig. Sie sind nicht hier, aber du kannst auch gern selbst nachsehen. Wir kommen wieder. Du weißt, Eddie hasst es, wenn du dich in ihren Kram einmischst. Du hast es gesagt, nicht ich. Echt nicht lustig. Also los. Da ist es. Jetzt muss ich nur noch irgendwie reinkommen. Ich will selbst mit den Männern reden. Hoffen wir, dass die noch leben. Eddie kümmert sich um sie. Glaubst du, Eddie und Ricky sind ein Paar? Warum? Hier reinkommen. Kriegen wir das hin? Oder geht dir dabei einer ab? Was ist mit der nächsten Woche? Komm schon, komm schon, komm schon. Alles klar. Okay. Psch. Ganz ruhig jetzt. Wir sollten die einfach mal schließen. So. Kann man hier ein bisschen klauen. Wäre ganz nett. Was soll man da? Sagen, dass Ricky hier alles am Laufen hält. Eddie? Was war das denn? Sammelobjekte, haben wir irgendwas gefunden? Oder war das? Hier, Eddie. Der alte Generator. Eddie, ich habe mit dem alten Generator alles versucht. Tut mir leid, dass er so solchen Ärger macht. Ich schwöre, ich werde irgendwie dafür sorgen, dass hier die Lichter wieder angehen und du dich nicht mehr um diesen Mist kümmern musst. Liebe Grüße, Ricky. Ein Brief von Ricky an Eddie, gefunden in Lost Lake. Ja, 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 cool. Gut, dass wir das gefunden haben. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Gibt's hier noch irgendwas? Da sind zwei böse Buben. Hier gibt es jede Menge Medikamente, die wir aber nicht nehmen können. Nicht mitnehmen können. Dann nicht. Okay, gibt sonst nichts. Außer das hier. Was haben wir denn jetzt? Glaubst du ja? Ah, verdammt. Hi Ricky, hi Eddie. Ich will keinen Ärger. Mach bitte Platz, ich finde allein Nein, aus. Mann. Was machst du? Oh, erschießt du mich jetzt? Oh, warte, ihr habt einen Code, richtig? Ihr dürft nur im Notfall auf Frauen schießen. Und jetzt musst du. Oh, Scheiße, okay. Hör zu, lasst es mich erklären. Check mal die Kühlbox. Was, verkaufst du jetzt etwa Drogen für Tucker? Als du die Kleine gebracht hast, hielt ich dich für geläutert. Aber das stimmt wohl nicht. Nein, es sind keine Drogen. Was? Antibiotikum. Boozer ist krank. Er hat eine Blutvergiftung. Wo sollte ich denn sonst hin? Blutvergiftung? Was ist passiert? Ist das wichtig? Ich hab's versaut. Bring ihn her. Los, hol ihn, bring ihn her. Nein, das geht nicht. Doch, das geht. Mir ist egal, wer er ist, und mir ist egal, was Iron Mike sagt. Wenn jemand krank ist, ist er krank. Wir müssen aufeinander aufpassen, denn mehr haben wir nicht. Ganz genau. Ganz genau. Sehr schön. Schön gesagt, Eddie. Müssen wir ihn jetzt hier hinbringen, oder ist er automatisch da? Anscheinend nicht automatisch. Komm, ich nehme dich mit. Okay, perfekt. Können wir jetzt ganz frei hier
rumlaufen. Erinnerst du dich an das Camp, als wir zum ersten Mal ins Tal fuhren? Ja, ich erinnere mich. Das nennst du ein Bike? Es ist vielleicht kein schickes Drifter-Bike, aber es wird reichen. Steig auf. Sieht ja ganz gut aus, muss ich sagen. Voll das fette Bike. Warum? Was hast du denn dagegen? So, dann mal los. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mal gucken, was die sagen, wenn die uns sehen. Gar nichts. Absolut nichts. Wir sind plötzlich Freund oder was? Und wie geht's ihr? Die Kleine, die bei mir war. Lisa. Bringst du mich später zu ihr? Nein. Oh. Ach, verdammt, Ricky. Was soll das? Warum nicht? Ich kann nicht. Sie ist nicht hier. Was? Warte, Moment. Einen Augenblick, Mann. Wo ist sie? Vor ein paar Tagen hat Skizzo sie zum Plündern eingeteilt. Sie und drei andere sind rüber zum Rogue Camp wegen ein paar Vorräten. Sie kamen ohne sie zurück. Nicht dein Ernst. Sagst du mir, sie haben sie alleine gelassen? Ganz alleine da draußen? Nein, das haben sie nicht. Sie ist weggelaufen. Scheiße! Oh. Es gibt genug da draußen. Wölfe, Freaks, Ripper. Du hast die Wahl. Wir müssen da hin. Was hat sich Skizzo dabei gedacht, sie mit auf Tour zu schicken? Jeder muss mit anpacken, Dick. So sieht's aus. Und das weißt du. Ich glaub die Scheiße einfach nicht. Sie hatte in Marion Forks jahrelang alleine überlebt. Ja, dann hättest du sie vielleicht da lassen sollen. Nein, hätten wir nicht. So, wo ist Boozer? Da ist er. Okay. Ich dachte, er wäre nicht mehr da. Hey. Hau ab oder ich puste dir den Kopf weg. Ich bin's. Nein, zurück! Wow. Alter. Hey. Hey, ich bin's, Ricky. Erinnerst du dich? Ich war vor einem Jahr bei euch. Ricky. Tamalo? Ja. Ein vom Tamalo zum Lost Lake? Ja. Ja. Warte. Das stimmt. Wie geht's dir denn? Boozer, alles klar? Alles schick. Ich glaube nicht. Du hattest trotzdem nicht das Recht, uns zu beklauen. Soll das ein Witz sein? Sieh dir den Arm an. Was sollte ich tun, hä? Ich weiß nicht. Vielleicht fragen? Oh Himmel. Seht euch an, die Biker-Boys. Ihr hattest einen Drifter da draußen, richtig? Und jetzt kriecht ihr zurück zu Iron Mike. Oh, halt! Falls er euch lässt. Na los, bringen wir ihn zurück zu Eddie. Komm schon. Komm schon. Ja. Das kann ich allein. Mhm. Alter, sein Arm. Diese scheiß Ripper. Ricky. Ja, Boozer, Ricky. Okay. Ja, dann los, würde ich sagen, oder? Komm, Boozer. Let's go. Warte, wo gehen wir hin? Eddie sagte, sie würde sich deinen Arm mal ansehen und vielleicht kann sie was für dich tun. Was? Nein, du bringst mich in kein verdammtes Camp. Ich kann fahren, verdammt nochmal. Kannst du nicht. Aber wir sind... Ach, verdammt, Boozer, es ist doch nur für ein paar Tage und wir holen uns was für deinen Arm. Nein, du weißt, wie es da läuft, Deek. Du kannst nicht klar denken, das ist nicht Hot Springs, sondern Lost Lake. Iron Mike, weißt du noch? Iron Mike? Wir werden draufgehen. Du hast gesagt? Das ist eine Ewigkeit her. Das Camp wurde ausgebaut. Sie haben mehr Leute. Wir werden alle sterben, Mann. Ich hoffe nicht. Wir sind wieder weg, bis so etwas passieren kann. Das Camp hat den einzigen Arzt im Umkreis von 100 Meilen. Eddie, sie wird sich um dich kümmern. Nur für ein paar Tage. Ja, und dann verschwinden wir von hier. Nach Norden. So machen wir es. So machen wir es. Ja, Richtung Norden. Lassen den ganzen Scheiß hinter uns. Das ist der Plan, ja. Ob wir das tatsächlich machen? Ich habe so langsam meine Zweifel. Okay, also. Ich gehe zurück und sehe nach ihm. Ob er okay ist. Feigling. Ja, da hast du recht. Und wie lange? Bis er wieder fahren kann, meine ich. Du meinst, wie lange ihr hier bleiben müsst? Mhm. Wir haben Antibiotika, aber nicht genug.
Wenn Iron Mike euch bleiben lässt, hat dein Freund eine Chance. Da müssen wir ihn wohl überzeugen, den guten Iron Mike. Tja. Was ist passiert? Was hat seinen Arm verbrannt? Wir trafen auf ein paar Ripper, südlich von Belknap. Ich schätze, sie mochten seine Tattoos nicht. Tja, das glaube ich aber auch.